Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Kolonie. Wir haben die Aufgabe. Weshalb sind nochmal diese Pflanzen hier? Ja, wir haben die Aufgabe, die Kolonie vorzubereiten für ein 10-Sterne-Hotel. Dazu brauchen wir eine Tourismusbewertung von 10 und 100.000 Credits. Die Credits kriegen wir so langsam aber sicher hier über die Silikonablagerung, die wir abbauen, die uns gleichzeitig mehr Platz verschaffen, um halt auch entsprechend Credits zu sammeln. Und Quatsch, Platz schaffen, um uns Credits zu sammeln. Humbug. die uns Credits bringen und Platz bringen für weitere Einrichtungen. Alter, ich brauche Energie. Um halt die Tourismusbewertung hochzubekommen. 6 haben wir. Credits kommen nach und nach an, indem wir ganz einfach unser Silikon weiterverkaufen. 20%. Und dementsprechend die Tourismusbewertung über Tourismusbericht. Nahrung, Unterhaltung ist eigentlich schon genug da. Wir müssen irgendwas mit Gesundheit und Nahrung noch hinbekommen. Da schaue ich mal, was ich hier noch an Einrichtungen haben kann. Handelsschattel nähert sich. Meditationsraum. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Doch, da ist er. Arrestbereich brauche ich, glaube ich, nicht. Beratungsroboter wäre interessant. Beratungsroboter. Passt er hier noch hin? Na, hier haben wir doch noch Platz. Einfach nur die Einrichtungen reinklatschen, die auch gebraucht werden. Bibliothek könnte man setzen, um unsere Bibliothek Leute auszubilden. Setzen wir mal hier neben. Vielleicht nehmen die Touristen die ja auch wahr. So, es wird Zeit, dass hier repariert wird, Leute. Nayla, was hast du denn zu tun? Das passt. Ich stehe zur Verfügung. Sie macht sauber und ist für Sunny. Reparieren. Achso, den hatten wir gerade. Babette, die kann ich. Sauerstoffenergie. Unser lieber Doktor. Nehmen wir mit Kybernetik. Wo ist eigentlich, haben wir denn überhaupt, ich weiß es gar nicht, unsere Kybernetik-Geschichte? Die haben wir doch gar nicht, oder? Bin ich blind? Ist eigentlich gar nicht eingerichtet. So, das heißt, unser lieber Prof. Kann der denn... Nein, kann er nicht. Na, toll. Touristenschiff kommt an. Sehr schön. So, wen haben wir hier? Die gute Hoshi, die macht Silikon und Energie. Silikon müssen wir auch weiter abbauen, wir brauchen den Platz. Gasförderanlage besitzen wir gar nicht, das heißt... Affengesicht. Toll. Das reicht, jetzt mache ich dich und deine Familie ein paar Köpfe kürzer. Da sind auch schon ein paar sehr zufrieden. Was kann er denn? Sauber machen. Jo. Dann macht er halt sauber. Reinigungsposten. Candy. Candy kann nicht viel. Die kann, glaube ich, nur sauber machen und Hühner. Der gute Dean ist eingeteilt. Anlage Slim. Zur Energiegewinnung benötigt. Ja, ja. Die Tammy. Energiegeneratoren benötigt. Der macht sauber. Ja, momentan weiß ich nicht, wo ich noch weiter die einteilen soll. Lassen wir einfach mal so laufen. Energie, 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 Energie. Da gibt's Kraftwerk. Energie. Zack. Zack. Gebäude kann hier nicht errichtet werden. Dann nicht. Ist ein bisschen schlecht, dass das nicht ausgeblendet wird so richtig. Gebäude kann hier nicht errichtet so, werden. So, da haben wir genug Energie, hoffe ich mal. Und dann setzen wir unten nochmal eben eine Sauerstoffgeschichte hin. Sauerstoffanlage. Zack, so. Ist die denn geschützt? Müsste eigentlich. Ja, das sieht ganz gut aus. Da oben ist ein bisschen eng. Hauptenergie aufgebraucht. Ja, toll. Schalte um auf Reserve. Das ist ein bisschen ungünstig. Hauptenergie aufgebraucht. Schalte um auf Reserve. Candy. Sauerstoffwerte kritisch. Was kann die Candy denn lernen? Energie. Dann lassen wir die mal leeren, damit wir noch jemand haben zur Energiegewinnung. Der Energiezufuhr entdeckt.
So, da kommt Oshi. Seht euch bloß mal all das Geld an. Ja, schön für dich. Energieleistung 30%. Naja, super. So, was haben wir denn? Bewertung immer noch 6 Punkte. Credits kommen so langsam rein, aber wir müssen ja noch ein bisschen was an Einrichtung bauen. Ich lasse mal das Silikon direkt hier vorne wegbuddeln, damit wir ganz einfach entsprechend Platz bekommen. Tourismusbericht. Handelsshuttle nähert sich. Wir müssen was für Gesundheit tun. Sanitätsstation, Duschen und Müllbeseitigung. Bla bla bla. Gut, das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir die ganze Bude hier mal ein bisschen sauber kriegen. Ja, direkt Müll sehe ich nicht. Es wird sich aber immer noch so ein bisschen beschwert. Da ist die gute Tammy mit dem Reinigungsroboter unterwegs. Hier ist ein Reinigungsroboter unterwegs. Das heißt, normalerweise müssten die Bewertungen eigentlich hochkommen. Und es wird hier immer noch nicht repariert. Ich glaube, der Whirlpool, der fliegt gleich uns um Ohren. Das ist nicht so schön. War ich doch gleich beschäftigt? Na, mal gucken. Nicht, dass da noch einer bei drauf geht. Hier liegt noch ein bisschen Müll rum. Ja, siehst du. Wann bekomme ich hier mein richtiges Gehalt? Betemi, Vasilios, Dean. 3 Betten haben wir hier noch. Wir hatten durchgezählt, das müsste eigentlich passen. Ah ja. Das erste Mal, dass ich jemanden mitbekomme, der meditiert hat. Schön. Golfplatz. Sieht eigentlich auch ganz gut aus mittlerweile. Man kann leider nicht sehen, wie oft der benutzt wurde, aber es ist mir auch relativ. 6 von 10, Credits kommen rein. Wir können Hühner verticken. Ich möchte mit den Sternen reden. Silikon auch. Ich muss ja nur einmal diese 100.000 überschritten haben, das reicht ja. Mein Lohn enttäuscht mich maßlos. Ja, ist ja gut. Unser Whirlpool geht gleich kaputt. Ich verstehe nicht, warum der nicht repariert wird. Handelsshuttle nähert sich. Das ist ein wenig enttäuschend. Candy, wie sieht's denn aus? Hast du schon los, was gelernt? Los, los. Nee, noch nicht. Ich möchte sie ja dann hier auf den Ich möchte sie dann ja hier auf den Energieposten setzen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. So, Platz wird hier immer besser. Hier unten, naja, hätte sich ja jemand gemeldet, wenn hier irgendwie ein Angriff stattfindet. Das, wie gesagt, das macht mir ein bisschen Sorge. Obwohl, das ist ja eigentlich hier so eine friedliche Mission. Keine Ahnung, ob da wieder ein paar Angriffe kommen. Wir sind gewappnet. Tourismus ist noch nicht hochgegangen. Credits kommen rein, das ist schön. Wie viel gibt es? 100 für eine. Boah. Dann haben wir das ja bald zusammen. Es sei denn, ich muss einen neuen Whirlpool. Ah, er wird endlich repariert. Da sieht man so einen grünen. Ah, jetzt gehen sie beide hin. Das ist repariert. Sehr schön. Handelsshuttle nähert sich. Das heißt, das Whirlpool funktioniert dann auch. Repariert. Dass das Reparieren dann funktioniert. Haben wir noch ein bisschen was für Touristen? Gartenbiosphäre würde ich ganz gerne setzen und die Zoo-Ausstellung. Oh, das sind einzelne, das ist schön. Kann ich hier aber nicht platzieren, warum nicht? Muss in eine Biosphäre, alles klar. Energieleistung 80%. Sauber. Gartenbiosphäre. Die ist noch ein bisschen groß. Hauptenergie aufgebraucht. Schalte um auf Reserve. Setze ich mal dorthin und dann gleichzeitig noch zum Schutz. Space Schutzschild. Das wird hier. Sauerstoffwerte äußerst niedrig. Energieleistung 60%. So, wird hier wenigstens nachproduziert. Es ist keiner beim Sauerstoff. Energie wird produziert. Nicht, dass sie mir hier gleich alle abkacken. Oh, das ist so, Babette kümmert sich um den Sauerstoff.
das ist wirklich. Das ist immer blöd, wenn die Werte so ein bisschen runtergehen, habe ich immer. Kritisch. Wenn die. Toll, da ist er wieder weggegangen. Was soll denn der Quatsch? So, da ist jemand da. Mir gefällt die Bezahlung hier. Bald schicke ich Sohn Gupta einen Teil davon. Er will nächstes Jahr heiraten. Schön. Wir brauchen hier noch, also 4 Punkte brauchen wir insgesamt. Das heißt, Gesundheit und Nahrung muss ich hochbekommen. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das schaffe. Freizeitangebot steigt ja eigentlich. Ich muss die Sterne sehen. Energie. Also, wir brauchen Energie und Sauerstoff. Das heißt, wir werden hier hinten noch ein paar Solardinger hinpflastern. Grundversorgung, Solar. Es ist doof, dass ich die anderen Kraftwerke nicht setze. Lava-Kraftwerk. Ich habe hier nämlich nichts mit Lava gesehen. Iridium-Kraftwerk. Aha. Habe ich auch noch nicht gesehen. Solarkraftwerk. Also werden wir hier die konventionellen hinsetzen. Gebäude kann hier nicht errichtet werden. Ich hätte andersrum anfangen müssen zu bauen. So, wie sieht das jetzt aus? Okay. Achso, das ist Energie. Sauerstoff ist auch ganz taco. Silikonförderanlage, dann förder doch mal hier. Repariert. Perfekt. Danke für die Nachricht, gute Dame. Basis wird angegriffen. Siehste, ich wusste es. Basis wird angegriffen. Seid ihr denn bekloppt? Alter, was ist denn das? Leck mich am Arsch. Schnell Verteidigung. Powerkraftfeldposten. Wo ist meine Freundin? Alter, das funktioniert nicht. Disco. Was ist denn hier los? Repariert. Sauerstoffwerte kritisch. Powerkraftfeldposten. Alter, was ist denn das? Ich werd bescheuert. Der Powerkraftfeldposten funktioniert nicht. Feldkosten. Powerkraftfeldposten. War zu weit auseinander. Hallo. Hallo. Alter. Was ist das denn für ein Ekelscheiß? Schon wieder so weit. Ah gut, die verteidigen sich auf jeden Fall. Leckt mich fett. Was sind das für Viecher? Venusschnecken. Okay, Insekt, du kommst mir gerade recht. Das sind kleine Venusschnecken. Ich hoffe, dass sie alle hier vernichtet werden und nichts kaputt machen. Gefällt mir. Vielleicht mache ich bei der nächsten Landung wieder mit. Schneckenbrot. Okay, 60%. Venusschnecken. Naja gut. Das heißt, die haben wir an der falschen Stelle gesetzt. Hier sind die durchgeschleimt. Touristenschiff kommt an. Sehr schön. Leuchte. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Nun gut. Wir haben Venusschnecken. Hauptenergie aufgebraucht. Schalte um auf Reserve. Alter, die vermehren sich ja wie bekloppt hier. Hallo. Energieleistung 60%. Jetzt komm, mach die Viecher doch mal platt hier. Die Minen kann ich dort nicht hinsetzen, weil dann meine Gebäude mit Leidenschaft gezogen werden. Jetzt. Oh Mann, ey. Da ist eine Brut, also die vermehren sich wie Dreck. Wieso bekämpfen die die nicht? Ist bereit für Action. Hey! Kann man einfach probieren, kurzfristig hier. Die einfach mal dazwischen zu setzen, damit die Dinger vernichtet werden. Na gut, die kleinen reichen nicht dafür aus. Leider. Alter, das werden ja immer mehr. Werd ich ja bescheuert hier?
Gut. Das heißt, wir machen hier mal die großen Dinger hin. Ich hoffe, dass die ausreichend mit Energie versorgt werden. Ansonsten setzen wir uns hier hinten einfach mal noch ein paar hin. So, Britzelbratzel. Ja, das wäre nicht weniger. Ist das eklig. Das sieht nicht gut aus. Oje, oje, oje. Ich glaube, ich sehe nur noch Schleim gleich hier. Den, Alter, häng mal ein bisschen ab. Oh mein Gott, was sind denn das für Teile? Mama hat immer gesagt, harte Arbeit macht mich stark. Ja, dadurch, dass ich jetzt die Dinger bauen muss, verliere ich natürlich Credits. Da haben wir aber noch reichlich auf Reserve. So, da ist eine draufgegangen. Also die dicken Posten, die reichen dafür. Zumindest helfen sie. Ja, geh doch duschen. Wir haben noch eine Dusche. Oh, Swirich. Die Schnecken. Die kamen jetzt unangekündigt. Alter, hier unten sind die auch unterwegs. Ich werde bescheuert. Boah, ist das eklig. Powerkraftfeldposten. So, jetzt kommen auch noch hier die, ne, weiß ja wohl, Einschläge. Aufgebraucht. Toll. Schalte um auf Reserve. Solarkraftwerk. Störung der Energiezufuhr entdeckt. Alter, alles voll mit den Kackschnecken hier, ey. Energieleistung 70%. Ja, das ist ja schon mal gut. Ist das hier oben dann jetzt weniger? Das wird nicht weniger, das wird immer mehr. Na gut, dann fahren wir mal härtere Geschütze auf. Abschusssystem. Und zwar hier hin. Da kommt nämlich schon wieder so eine fiese Bande an. Hauptenergie aufgebraucht. Schalte um auf Reserve. Powerkraftfeldposten. Struktur zerstört. Ja, das ist das Problem der Schwebeminen. Powerkraftfeldposten. Struktur zerstört. Aber ich muss erstmal die Generatoren benötigt. Ja, ich muss erstmal die Schnecken hier loswerden. Struktur zerstört. Leuchte. Struktur zerstört. Ja, das sind Kollateralschäden, oder wie es so schön heißt. Mist, Mist, Mist. Muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Powerkraftfeldposten. Struktur zerstört. Ja. Powerkraftfeldposten. Struktur zerstört. Wir werden die Minen doch wieder abreißen müssen. Leuchte. Struktur zerstört. Weil, Sauerstoffwerte niedrig. Powerkraftfeldposten. Weil die uns hier hinten einfach alles kaputt bomben und das ist scheiße. Das Doofe ist, die sind hier jetzt schon mittendrin. Das erinnert mich daran, als Onkel Freya diese Nebenhöhleninfektion hatte. Ja. Das sagt viel aus. Trainingsprogramm abgeschlossen. Das ist sehr schön. Wir haben Struktur zerstört. Jemanden für die Struktur zerstört. Energieversorgung. Müllwerte der Basis steigen. Oje, oje, oje. Ach so, die Minen kommen sehr weit. Das ist gut zu wissen. Aber leider ungünstig. Powerkraft. Das heißt, wir bauen die nochmal ab. Struktur zerstört.
müssen hier nochmal ein Dings zwischensetzen. Powerkraftfeldposten. So, damit haben wir hier die Verteidigungslinie wieder, die leider nicht ausreichend ist. So, wenn die da einmal reinlaufen, das scheint zu funktionieren. Na gut, da werden wir uns mal weiter mit beschäftigen, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.